Hallo zusammen. Guten Morgen. Wir sind heute mal wieder in der Pfalz unterwegs und sind gerade in Leinsweiler aufgebrochen. Machen uns jetzt auf den Weg Richtung Madenburg. Von dort aus weiter zum Asselstein und dann über den Trifels, die Arnebos und Scharfenberg und dem Sleevogthof zurück nach Leinsweiler. Und wenn ihr Lust und Spaß habt, dann kommt wieder ein Stück mit. Ja, auf der Madenburg haben wir uns gerade ein klein bisschen gestärkt in der Burgschenke. Eine Kleinigkeit gegessen und eine Schorle getrunken. Jetzt geht es weiter Richtung Asselstein. Jetzt ist auch die Sonne wieder rausgekommen. Hat es geschafft, sich durch die Wolken zu kämpfen. Es wird auch sofort wieder deutlich wärmer. Ja, und ich hoffe, ihr habt noch weiter Spaß und bleibt dabei. Ja, nachdem wir gerade den spektakulären Blick vom Asselstein auf die drei Burgen Trifels, Arnebos und Scharfenberg genossen haben, geht es jetzt weiter Richtung Annweiler und dann über diese drei Burgen Richtung der Ruine Neukastell und zum Sleevogthof und dann zurück nach Leinsweiler. Und ich hoffe, ihr habt weiter Spaß und kommt weiter mit.
Nachdem wir jetzt vom Asselstein in Richtung Annweiler abgestiegen sind, müssen wir jetzt auf der anderen Talseite wieder rauf Richtung Trifels. Das sind jetzt noch ungefähr 2 Kilometer. Und von da aus geht es dann natürlich noch über die anderen Burgen weiter, bis dass wir in Leinsweiler wieder angekommen sind. Das wird sicherlich noch die eine oder andere Stunde dauern. So, wir haben den Touristen-Hotspot Trifels hinter uns gelassen und machen uns jetzt auf den Anstieg zur Ruine Arnebos. Das sind nur 1-2 Kilometer. Und dann schauen wir mal weiter. Nachdem wir die Ruine Arnebos oder Arnebos, je nachdem wie sie ausgesprochen wird, hinter uns gelassen haben, machen wir uns jetzt auf den Weg zur Ruine Neukastel. Die Ruine Scharfenberg haben wir jetzt rechts liegen lassen. Von der blende ich euch aber 1 oder 2 Bilder ein aus früheren Besuchen. Und wir haben jetzt noch ungefähr 3 Kilometer bis zu unserem Ziel. Wir haben die Ruine Neukastel erreicht, von der hier allerdings nicht mehr viele Reste zu sehen sind. Aber der Ausblick von hier oben ist einfach wunderschön und man kann bis in den Odenwald gucken. Also wenn ihr hier seid, geht hier rauf. Es lohnt sich, auch wenn der Anstieg ein bisschen schwer ist. Aber für geübte Leute kein Problem. Naja, jetzt machen wir uns noch auf dem Weg runter zum Sleevogthof, zu dem Haus des bedeutenden Impressionisten. Und von da aus haben wir dann fast unser Ziel erreicht.
So, wir sind an unserem Ziel angekommen, der Sleevogthof überhalb von Leinsweiler. Wir hatten das Glück, kurz bevor er geschlossen worden ist, vor ein paar Jahren, ihn noch innen besichtigen zu können und die Ausmalungen von dem Impressionisten Max Sleevogt zu sehen, die wirklich beeindruckend sind. Und auch wer vielleicht den Lederstrumpf gelesen hat, die Illustrationen da drin stammen von Max Sleevogt. Also da könnt ihr euch ungefähr ausmalen, wie innen die Räume aussehen. Also sehr beeindruckend und wir hoffen, dass der auch später mal wieder geöffnet wird für die Öffentlichkeit. Mhm. Naja, wir sagen jetzt, wenn es euch gefallen hat, kommt das nächste Mal wieder mit. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und bis dahin sagen wir Tschüss, euer Riesling-Hiker. Tschüss.